Zum letzten Mal im Hexenkessel. Noch einmal anfassen, ein letztes Autogramm. Die Fans scharen sich um Martin Schmidt. 28 Weltcupsiege, olympisches Gold und Silber sind nur ein Teil seiner Erfolge. Im Skispringen ist der 36-Jährige bereits jetzt eine Legende. Bei den deutschen Meisterschaften der Herren in Hinterzarten verabschiedet er sich am Samstagabend offiziell von seinen Fans. Er und Sven Hannawald haben den deutschen Skisprungsport geprägt, wie sonst niemand. Das rüttelt alte Gefühle wieder auf. Das ist doch nochmal ein toller Moment und lässt mir schon nochmal viel Revue passieren. Und ich hatte eine tolle Karriere, schöne Erinnerungen und ja, und auch ein schöner Rahmen hier, um nochmal in der Heimat Tschüss zu sagen. Denn der Wahlfreiburger und gebürtige Schwarzwälder hat eine ganz besondere Beziehung zu Hinterzarten. Das war natürlich das Trainingszentrum, da war ich in den vergangenen 15, 20 Jahren fast jeden Tag im Sommer und habe hier trainiert, mich vorbereitet, hatte immer gute Bedingungen und ja, habe natürlich eine sehr enge Verbindung nach Hinterzarten. Doch neben der Verabschiedung von Martin Schmidt gab es für die rund 1500 Zuschauer auch Sportliches zu sehen. Einer der Favoriten bei den deutschen Meisterschaften, Lokalmatador Andreas Wank. Im ersten Durchgang springt der 26-Jährige auf 102,5 Meter, 99,5 Meter werden es im zweiten Durchgang. Macht unterm Strich Platz 2 auf seiner neuen Heimatschanze. Denn seit Mai springt er für den SC Hinterzarten. Ich fühle mich extrem wohl hier und ja, man sieht, selbst wenn es jetzt so in letzter Zeit nicht ganz so optimal lief, kann ich mich hier noch irgendwie zusammenreißen und es passt halbwegs. Und ich finde es schön, dass auch hier viele Anhänger aus der Region da sind. Aus der Region wird auch Nachwuchstalent Niklas Wangler vom SC Breitnau angefeuert. Der 21-Jährige macht 2 gute Sprünge auf 99,5 Meter und 94,5. Ein guter 19. Platz neben den besten deutschen Springern. Der Mannschafts-Olympiasieger Severin Freund gilt als Top-Favorit. Doch mit 101,5 und 99 Metern eher enttäuschend. Am Ende nur Platz 5 hinter Titelverteidiger Marinus Kraus. Aus dem Sommer-Grand Prix raus weiß man, dass ich hier noch nie meine besten Ergebnisse gemacht habe. Aber man muss sich Herausforderungen immer stellen. Deswegen war es ein guter Test. Ich habe noch nicht so wahnsinnig viele Wettkämpfe gemacht den Sommer. Bin gestern, als wir gesprungen sind, im Training, bin ich ganz okay gesprungen. Heute der erste war auch in Ordnung, der zweite war nichts. Aber ja, dafür sind wir da, dass man das halt eben austestet. Und wir haben schon noch ein bisschen Zeit bis zum Winter, aber er kommt sicher näher. Das weiß auch Richard Freitag. Mit Bestweiten von 104,5 und 103,5 Metern in beiden Durchgängen macht der 23-Jährige vor Team Olympiasieger Andreas Wank den Sieg klar. Auf dem dritten Platz landet der überraschend starke Karl Geiger vom SC Oberstdorf. Das ist einmal eine Bestimmung für die gesamte deutsche Mannschaft, das muss man erstmal ganz klar sagen. Wir haben gesehen, dass wir ein gutes Team haben, das gibt Auftrieb, es bestätigt irgendwo unsere Arbeit, die Arbeit von den Betreuern, Trainern etc., was alles dazugehört. Und ja, das gibt ein bisschen Ruhe, so kann man weitermachen. Das wollen auch die Veranstalter vom SC Hinterzarten. Denn zum ersten Mal nach 32 Jahren fand der Sommer-Grand Prix in diesem Jahr nicht im Adler-Skistadion statt. Jetzt hofft der Skiclub auf die Zusage für 2015. Wir sind positiver Dinge, dass wir den Wettkampf nächstes Jahr auch wieder bekommen. Wir haben tolle Wettkämpfe jetzt gezeigt mit dem FIS-Youth Cup, den deutschen Meisterschaften. Und im Oktober kommt noch die nordische Kombination und die Dame. Und da freuen wir uns drauf. Und es gehört einfach ein Sommerskispringen nach Hinterzarten. Und noch eine gute Nachricht. Martin Schmidt wird dem Skispringen erhalten bleiben. In Zukunft will er den Nachwuchs trainieren und die Deutschen in der Weltspitze wieder ganz nach oben bringen.